Hallihallo Leute, Pepe hier. Ja, mit einem anderen Bildschirmhintergrund. Ich habe den Benutzer hier für das Special extra neu angelegt, denn ich habe es ja in meinem Vlog, nämlich dem hier, schon angekündigt. Ich habe gesagt, ich werde für euch durch die Hölle gehen. Aber bevor ich die Pforten der Hölle betreten möchte, noch ein kurzes Statement meinerseits, nämlich wirklich, wirklich vielen Dank. Ich habe das einfach so aus Fun irgendwann mal angefangen, im Februar letzten Jahres, glaube ich, ist jetzt knapp ein Jahr her. Und ich weiß, eine Bilanz von 56 Abonnenten in einem Jahr ist vielleicht jetzt nicht so top, aber ich meine dafür, dass ich das wirklich einfach grundlos gemacht habe und eigentlich nie vorhatte, damit groß Leute zu beeindrucken, finde ich es echt ziemlich cool, dass es so vielen Leuten gefällt. Und ich meine, 56 Abonnenten, das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Und ja, hier seht ihr sämtliche Abonnenten. Am Ende des Videos werde ich die alle nochmal namentlich reinschreiben. Da fehlen nämlich noch die hier. Diese gibt es natürlich auch noch. Und ja, erstmal vielen herzlichen Dank an alle meine Abonnenten. Dieses Special widme ich euch und ich hoffe, ihr seid sadistisch genug veranlagt, um mir dabei zuzugucken, wie ich hier vor die Hunde gehen werde. So, erstmal runter damit und ja, meine Aufnahmetools, vielleicht sollte ich das mal nennen. Fraps ist jetzt nicht dabei, aber das sieht man ja da oben ganz gut. Dann benutze ich mein Livecam-Tool für meine Livecam. Und Audacity zum Ton aufnehmen, seitdem ich mein neues Headset hier habe. Wie das heißt, habe ich schon öfters erwähnt. Taktik 3D Alpha von Soundblaster. Und hier ist die ultimative Verknüpfung des Todes. Ich will da eigentlich gar nicht draufklicken. Das ist ehrlich gesagt echt zu schrecklich, um es zu verkraften. Moment, ich blende das mal aus, damit ihr das hier nicht mit ansehen müsst, was es ist. Da muss man jetzt auf so einen Haken klicken und dann kommt dieses lustige Fenster da. Das blende ich da oben noch leicht aus, damit man nicht direkt sieht, womit ich mich hier abgeben werde. Ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht drauf zu klicken. Ja, was soll's, ich will das Video nicht lange rauszögern. Los geht's. Hübsche Musik, oder? Ja, ich werde für euch Hello Kitty Online spielen und zwar nicht nur kurz, sondern vermutlich relativ lang, so lange, bis es wirklich richtig langweilig wird. Aber bevor ihr jetzt sofort ausschaltet und sagt oder so, kurz vorweg, ich werde versuchen, das Ganze etwas interessanter zu gestalten und in verschiedenen Ebenen da durchzugehen. Also, ich habe es noch nie gespielt, aber ich denke mal, ich wäre ja nicht ich, wenn ich aus diesem Spiel nicht noch zumindest ein bisschen was rauskitzeln könnte. Also schaue ich einfach mal, ja, wie ich diesem Spiel dazu verhelfe, damit ihr richtige Fans davon werdet. Ich werde jetzt, es wird wahrscheinlich ein Tutorial geben, oder das heißt, es wird wahrscheinlich, ich habe es schon mal, ich glaube, 2 Minuten habe ich reingeguckt, es gibt ein Tutorial am Anfang, das werde ich erstmal ganz normal durchzocken, so als wäre ich ein ganz vergnügter neuer Spieler und dann schauen wir mal und dann gucken wir mal, was sich daraus so machen lässt. Also, ich werde jetzt Traps umstellen und dann bis gleich. So, okay, Username habe ich schon gekriegt, sogar mit eigener E-Mail-Adresse extra dazu. Ist das nicht süß? At hellokitty.com. So, Passwort habe ich eingegeben und oh, das sieht so cute und knuddelig aus und fangen wir einfach mal an. Und die Lizenzverdingungen habe ich belesen. Ja. Da wir nicht in Kanada oder in den USA wohnen und da auch keine neuen Freunde finden wollen, spielen wir einfach mal auf Wonderful. Und bestätigen. So. Das sieht doch sehr nach einem Mädchen aus. Und nee, Moment mal. Ach, das war ein Junge. Ah. Gut. Geburtstag habe ich einfach mal am 625. Blutgruppe. Weiß ich nicht. Ich war noch nie Blutspenden. Nehmen wir einfach mal A. Also ich habe auf jeden Fall nicht 0, aber eins der anderen. Frisur ist ja eine sehr große Auswahl. Da passt wahrscheinlich die am besten, oder? Ja. So, dann Skin Tune, Tone. Ah, nehmen wir das ist ganz akzeptabel. Und oh, wie genial. Der guckt genial gehässig. So, und wie wär's mit Pepe Chan? Und den Namen gibt's und er ist akzeptiert. Das ist ja wunderbar. Seid ihr echt genauso aufgeregt wie ich?
Naja, betreten wir einfach mal das Spiel. Und wir sind Pepe-chan auf Level 1 in Dream Carnival. Das scheint wohl der Tutorial-Anfang zu sein. Haben Planting und Gathering auf Level 1. Genauso wie Woodcutting und Mining und Tailoring und Cooking und Carpentry. Was ist das? Tischlern. Und Forging. Und den Charakter können wir löschen, aber das tun wir mal nicht. Der ist doch genial so. Und dann fangen wir einfach an. Da. Die Musik kann man sich fast gewöhnen, oder? Okay, und Hello Kitty gibt's schon seit 76, wie man sieht. Und wow, da ist doch schon weg. Sanrio Digital Presents Hello Kitty Online. Dein Abenteuer beginnt in einem Traum. Der Traumkarneval ist ein Platz voller Spaß, Spiele und Wundern, der in Träumen von guten Menschen existiert. Als die Lichter vom Dream Carnival größer wurden, fühlst du... Ach, ihr könnt das selber, oder? Ich muss jetzt nicht hier einen auf Translator machen. You and your friends are given a warm welcome by the folks of the Dream Carnival. Welcome to Dream Carnival, friends, they cheer. Dream Carnival is brimming with activity. Who are they, you ask? Pointing at someone sneaks at hard at work. They are boa constructors, explains Daniel. They are hard at work helping Hello Kitty with a secret project. Everyone is wondering what the super secret project could be. The Dream Carnival is every traveler's first stop in Scenario Land. It's only a dream, but the power of dreams can make this place real for you. You rush inside to experience the sights, sounds and magic of Dream Carnival. Take your time exploring Dream and meet all the friendly folks here in the Dream Carnival. This is a dream you can only have once, so make the most of it. Klingt also nach einem Tutorial. Wunderschön. Und dann gibt's hier einen Guide zum Dream Carnival. Das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Steht da noch irgendwas? Steuerung? Ja, das ist wahrscheinlich genau das, was wir auch hier haben. Warte, probieren wir mal aus. Das vierte ist... irgendwas anderes, keine Ahnung. Hello and welcome to Hello Kitty Online. We recommend that you take a short tutorial to learn how to play. Would you like to start the tutorial now? Machen wir es einfach mal. Hey, Diana Brother. Hallo Abenteurer, willkommen bei Hello Kitty Online oder genauer, willkommen in den Dream Rooms. Hier wirst du alles über die Grundlagen von Hello Kitty Online lernen. Zum Beispiel, wie man sich durch die Gegend bewegt, wie man mit NPCs, Nicht-Spieler-Charaktere spricht und noch vieles mehr. Beginnen wir also mit dem Umherlaufen. Siehst du das glühende Kreuz? Klicke einfach links auf dieser Stelle, dann wirst du ganz von allein dorthin laufen. Oh, klick, klick. Wow, bist du schnell? Ja, dankeschön. Es ist ganz einfach, nicht wahr? Jetzt bist du bereit für die nächste Aufgabe. Dieses Mal gehst du zum Teleportationsfall, der dich zum nächsten Dream Room schicken wird. Oh, das scheint der da zu sein. Was haben wir denn da? Ah, da geht's raus. Nee, dann gehen wir mal dahin. Blub. Willkommen im Dream Room 2. Hier wirst du alles über das Quest-System erfahren. Siehst du das orangefarbene Ausrufezeichen über My Melodies Kopf? Wenn ein NPC dieses Zeichen über seinem Kopf hat, heißt das, dass er dir etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Geh doch einmal etwas näher an My Melody heran. Jetzt bist du nah genug. Klicke mit der rechten Maustaste auf My Melody, um mit dir zu sprechen. Rechts? Ach, das ist rechts. Hi! Du bist wohl zum ersten Mal hier. Klicke unten rechts im Bild auf den Button, um fortzufahren. Hallo Abenteurer. Da dies deine erste Quest ist, solltest du mit My Melody sprechen, um mehr zu erfahren. Voraussetzung, sprich mit My Melody. Annehmen. Dies ist das Quest-Annahmefenster. Es erscheint, wenn du mit einem NPC sprichst, der eine Quest für dich hat. Außerdem erhältst du alle Informationen, die du brauchst, um zu entscheiden, ob du die Quest annimmst. Eine Aufgabenbeschreibung, was du tun musst und welche Belohnung du bekommst, wenn du... Jetzt weißt du alles über die Quest, was du wissen musst. Klicke auf den Annehmen-Button. Gut, dann sprechen wir doch mal mit der.
Rede mit mir. Huch. Kannst jederzeit noch einmal einen Blick auf die Questinformationen werfen. Ja. Aha. Chit-Chat. Und das Aufgabenbuch schließen und mit meinem Melody reden. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Und abgeschlossen. Jetzt haben wir sogar eine Hose. Und jetzt sind wir im Gym Room 2. Da brennt wohl immer drauf, die neuen Hosen anzuprobieren. Na, wo reicht denn das? Klicke rechts im Bild auf dein Inventar, um sie dir anzuschauen. Wow! Jetzt trägst du deine neuen Hosen und wir können einen genauen Blick auf sie werfen. Klicke rechts im Bild auf den Button für die Charakterinformation. Gut gemacht! Und schau mal, in diesem Fenster siehst du auch, dass du mit drei Werkzeugen ausgestattet bist. Einer Schere, einer Axt und einer Spitzhacke. Tatsache. Mit diesen Werkzeugen kannst du Gegenstände von verschiedenen Ressourcen sammeln. Mit der Schere kannst du normal sammeln. Mit der Axt kannst du alle Gegenstände... Was ist das für ein Scheiß? Alle Gegenstände kannst du mit einem Rechtsklick auf das jeweilige Symbol an- und ablegen. Nutze deine Werkzeuge gut. Jetzt, wo du mit Werkzeugen ausgerüstet bist, solltest du keine Probleme haben, alle benötigten Items von den Ressourcen zu bekommen. Ausprobieren kannst du das im nächsten Gym Room. Klicke einfach links auf den Teleportationsfall. Wenn ich mit dem erst noch reden will... Yo, Bro. Geht nicht. Willkommen im letzten Gym Room. Hier wirst du lernen, wie du dein cooles Werkzeug benutzen kannst und ein paar Gegenstände sammeln. Fangen wir am besten beim ganz normalen Sammeln an. Klicke doch einmal mit rechts auf den Klee und schau, was passiert. Das ist Klee? Twizzly Shrub. Oh, sammel. Gut, aber du hast gerade dein allererstes Item gesammelt. Jetzt versuch doch mal mit deiner Axt ein wenig Holz zu hacken. Auf den Busch. Ist doch voll der Busch. Naja. Und hacke. Hacke, Peter. Ich sehe, du hast den Dreh raus. Jetzt ist noch eine Ressourcenart übrig. Klicke mit rechts auf den Tonhaufen und schau, was du abbauen kannst. Vibrant Dispersive. Und zack. Oh, was haben wir denn da? Watsmaru will etwas von dir. Gehe zu ihm, um mehr zu erfahren. Oh, hallo, ich fragte mich gerade, ob du mir nicht bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Willst du mir bitte 3 Clover, 3 Short Sticks und 3 Clay besorgen? Ja, das ist, glaube ich, möglich. Und dann sammeln wir davon noch was. Oh, da unten steht sogar unser Questfortschritt. Genial. Und, ja, dann müssen wir das hier, glaube ich, noch sammeln. Ist dir aufgefallen, dass das da grün war, die Leiste? Hier ist sie so gelb-orange und da war sie rot. Naja, sammeln wir noch eins. Hey, nicht abbrechen. Und das war's, ja, und dann davon noch. Warum ist es immer so laut? 10.05 Uhr. Ortszeit. Ah, okay. Gut gemacht, du hast alle Voraussetzungen erfüllt und kannst jetzt zu Batsmaru gehen und noch einmal mit ihm sprechen. Wunderbar, hier hast du eine kleine Belohnung für deine harte Arbeit. Lass sie dir schmecken, die sind selbst gemacht. 5 Cookies. Iha. So, jetzt gehe ich da hin. Und da ist ein Starbeam. Oh, jetzt habe ich es schon angegriffen, obwohl ich es gar nicht angreifen sollte. Puh, das war knapp. Schau dir deinen Energiebalken an. Das Monster hat dir ziemlich zugesetzt. Durch Nahrungsmittel kannst du deine Lebensenergie und deine Ausdauer schneller regenerieren. Am besten hast du also immer ein paar dabei, falls du auf Monster treffen solltest. Und es schlecht für dich aussieht. Schau doch mal, ob du in deinem Inventar etwas ist, womit deine Energie auf... Schätzelein? Die ist voll. Aber naja. Zack. Yay. Energie wiederhergestellt. True. Gut, na, jetzt bist du bereit für mehr. Es wird Zeit, dass du da rausgehst und herausfindest, was in Scenario Harbor und in anderen Städten passiert ist. Du hast alles gelernt, was die Dream Rooms zu bieten haben. Wenn du mehr wissen willst, kannst du mit Mr. Policeman sprechen. Viel Glück da draußen. Freelancer Alpha 1-1, Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück da draußen.
Wir empfehlen den Spielern wärmstens, im Tutorial in Spielen und teilzunehmen. Da war alles. Ja. Gut. Und off we go! To play the tutorial again, click the out button on your minimap. There it is. Beautiful. Gut, dann hallo dir Daniel. Du hast glaube ich die erste Quest für mich. Hello, hello, hello! Welcome to the Dream Carnival! This magical place is full of amazing things! You might get overwhelmed with wonder, so I suggest you talk to the policeman, because he handles the Dream Carnival Guardians. Hop along now! Das ist ja... Wie schlecht ist es eigentlich übersetzt? Naja. Dear Daniel, by the Dream Carnival, and Trace welcomes you. He suggests speaking to the policeman, so you can get your very own guardian. Also der will, dass ich zum Policeman gehe und mein eigener Beschützer werde? Hi! Hey, langsam, Kiddo! Was du zuallererst brauchst, ist ein Guardian. Gut. Und dann... Willkommen im Dream Carnival. Diese Gegend ist voll mit Spaß und Aufregung, aber ein neuer Besucher, so wie du, braucht zuerst einen Guardian. Neben mir gibt es drei Guardians. Such dir einen aus, den du bei dir haben willst. Dann suche ich mir mal einen aus. Da gibt es Bun Bun, Tricky Woo und Robotor. Der sieht aus wie ein Toast, ganz ehrlich. Guck doch mal. Ja, bitte, das sieht aus wie ein Nutella-Toast. Nee, den nehme ich nicht. Der Roboter ist natürlich ganz cool. Ach, wir nehmen Bun Bun. Wenn schon klischeehaft, dann richtig. Hoppity hop hop! Ich bin der Guardian Bun Bun. Nimm mich als dein Guardian und wir haben eine großartige Zeit zusammen. Beautiful. Und den nehmen wir doch. Hallo, ich bin dein Guardian. Oh, sieht so aus, als wärst du voller Fragen. Keine Sorge, ich will, I will fill you in all... ja, ihr könnt es selber lesen, oder? Und, folge mir und lass das Abenteuer beginnen. Oh, ich habe vergessen, dir Bescheid zu sagen. Hier in Dream Carnival ist alles möglich. Du kannst Pflanzen ernten und Mineralien, abbauen, ohne bestimmte Tools oder Skill-Levels zu brauchen. Jetzt ist eine großartige Zeit, um das alles zu lernen. Der Dream Carnival ist riesig und da sind eine Menge Dinge, die man tun kann und die Leute, die man treffen kann. In der Area Map, Hotkey A, kannst du, die Area Map ist eine großartige Sache, großartiges Werkzeug, wenn du nach NPCs, Quests oder Freunden suchst. Und bei mir ist sie scheinbar nicht auf A. Aufgabenbuch, Produktion, Inventar, Weltkarte, Bereichskarte. There it is. Und wir sind scheinbar... Ah, ne, ist ein Player. Wir sind da. Pepe-chan. Und... Hier sind ja viele andere Spieler online. Wir hätten andere Let's Player, die sich gerade irgendwie zum Affen machen. So, reden wir nochmal mit Dear Daniel. Hallo again, Friend. Und wie geht's dir im Dream Carnival soweit? Es ist ein ziemlich großer Ort und du solltest keine Angst haben, ihn zu erforschen. Warum ist das eigentlich so schlecht übersetzt? Ich hab's doch extra auf Deutsch gestellt. Naja. So, und jetzt gibt er mir ein Ticket. Und dafür brauche ich allerdings irgendwie Sparkly Dust, den ich jetzt wohl sammeln sollte. Und huch, was haben wir denn da? Und da war Sparkly Dust. Und there is even more of it. Look there. Und... Ah, noch mehr davon. Geh da hin. Sollst da hingehen. Und... Hey. So, und jetzt gehen wir raus in den Dreamcon. Oh, da war noch Quests. Vielleicht hätten wir uns die zuerst mal holen sollen. Gehen wir nochmal rein. Nicht, dass wir hier Quests vergessen oder so. Das geht ja mal gar nicht. Und zwar will der Dream Constructor mit uns reden. Oh, ein neuer Besucher. Sprich nochmal mit mir und ich gebe dir ein Geschenk.
ja, wenn die Quests hier alle so einfach sind. Und ich habe Dream Fragments gekriegt. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten oder eine Menge Features in Dream Carnival und die brauchen Dream Fragments. So wie der Sunbright Express oder Avatar Items. Die kriegst du von Quests oder Minigames. Wenn du zu viele Dream Fragments findest, dann gibst du einem Freund, den ich erstmal überreden muss, das hier zu spielen. Hallo, Friend. Suchst du nach ein paar Rounds of Minigames? So, da sind drei Boa Constructors im Harbor, also im Hafen, und die suchen oder die wollen Minigames spielen. Gut, dann wollen wir mal das Spiel spielen. So. Ich dachte, der will ein Minigame mit mir spielen. Ah, die drei. Gut, dann probieren wir mal das erste Minigame aus. Und, Noodle Scratcher. Sieht lustig aus. Schauen wir doch mal. Oh Gott! Mal? Geteilt durch? Mal? Mal? Geteilt? Mal? Minus? Minus? Plus? Oder vielleicht Minus? Oder Plus? Oder... Hoppla. Minus? Minus? Und... Mal? Und, Minus? Oh, verdammt. Schlecht geraten. Mal. Und das wäre natürlich, Minus. Und das... Oh nein! Die Zeit ist um. Okay. Hey! Warum hab ich das... Ich hab's doch erfüllt. Oh, Baseball mit einem Oktopus spielen. Das klingt doch extrem lustig. Was ist das? Was genau soll ich tun? Hä? Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist. Überspringen wir das mal. War das richtig? Yay! Das ist jetzt gut oder schlecht? Ich schätze mal, das war gut. Und yeah, ich bin gut in Baseball, weil ich auf einen Baseball klicken kann. Und letztes Minigame, beim Postaustragen helfen. How to play. Okay. Das klingt einfach. Ach, gleich. Ready, hier. Go! Mond, Hase, 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 ja, Mond, verdammt. Hase, Dingsda und Hase und Blume und Blume und Mond und Hase und Mond und Hase und Mond und Mond und Blume oder Wolke und Hase.
Nase und Nase und noch so ein Ding und so eins. Und oh Gott, das ist alles so schnell und dann leckt das Spiel auch noch. Wie soll man das denn da schaffen? Und den darüber und den da rein und den nach oben und auch da rein und den darüber und den da hoch und den da hoch und darüber und da und da und da und den nach rechts und den nach links und den nach oben und den auch nach oben und hey! Den nach da, 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 den nach da und den darüber und. Ja, ich glaube, die rechnen gar nicht mit so guten Pro-Spielern wie mir hier. Ich bin ja so extraordinär gut. Fail? Weil ich ein. Nee, wisst ihr was? Auf euch habe ich keine Lust. So. Gut, dann schauen wir doch mal, wo es hier lang geht. Nein, eigentlich nicht. Also, das ist der Sunbright Express. Und, man braucht 10 Dream Fragments, um den zu finden. Und wir suchen aber erstmal diese Sparkles hier ab. Das war ja unser nächster Auftrag. Ah, Sparkles. Und even more Sparkles. Und dieser Boa-Konstruktor baut irgendwas Magisches und ich weiß nicht, was es ist. Na, wenn du das nicht weißt, wo soll ich das denn wissen? So. Hey, und die hier bauen Multiplayer-Minigames. Die kann ich ja dann mit meinen Freunden spielen, nachdem ich sie überredet habe, das hier auch zu zocken. Und da ist der Policeman schon wieder, der sich scheinbar teleportieren kann. Okay, wundervoll. Und komm schon, mehr Sparkles. Oh, wie süß, Chucho. Klingt wie Chucho. Okay, und wo sind die letzten? Ah, da, even more Sparkles. Und die letzten sind natürlich irgendwo da oben. Und nochmal der Policeman. Hey, da ist Hello Kitty. Und ich bin ihr größter Fan. Dann gehen wir doch mal hin und reden mal mit derer. Hallo Kitty. Und dir Daniel. Der hat dir doch diese Sparkling Bust Quest gegeben. Das ist aber süß. Und welcome to Dream Carnival. Und wunderbar. Und willkommen und jetzt muss ich die Flyers posten. Und zwar wieder bei den Sparkles. Nur damit die ihr komisches Konzert machen kann. Du hast einen Gegenstand verloren. Concert Flyer? Ach so. Ich dachte schon, hä? Aber das mein Dude verloren. Ich hab ihn aufgehängt. Verdammt. Ah. Gebühre nicht mal hier meine Ehre richtig. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Und das ist Anthony. Mit dem will ich allerdings nicht reden. Der hat, glaube ich, nichts zu sagen. Nein, mit dem will ich nicht reden. Und da ist der letzte Spot. Und damit habe ich alle Flyer aufgehängt und suche jetzt wieder Hello Kitty und, sind wir mal ehrlich. Das ist nicht auszuhalten, oder? Also zuallererst mal machen wir mal die Musik aus. Und die Effekte ein wenig leiser. Und dann würde ich vorschlagen, geben wir dem Ganzen eine etwas andere Stimmung. Vielleicht kann ich das Ganze hier auch. Nein, kann ich nicht. Was gibt's denn sonst noch für Einstellungen? Online-Hilfe. Ja. So, dann gehen wir mal zurück zu Hello Kitty und. Wollen wir doch mal verklickern, dass wir ihre scheiß Flyer aufgehängt haben und wenn die Belohnung dafür nicht entsprechend ist, dann. Alter. So. Du Pfeife mit der Schleife. Danke für deine Hilfe. Noch ein Projekt, aber das ist ein Secret. So, was nehmen wir denn mal? Ein süßes Top oder ein Hat for Boy oder Shoes. Mehr gibt's nicht. Nehmen wir einfach das und zack. Aha, Equipment. Quickly open your inventory and right click on the equipment. Yeah. Okay, Inventar und dann right clicken wir diesen Hut und oh, ist der nicht unglaublich cool. Sehe ich aus wie der Policeman. Oder wie so ein russischer General. So, Hello Kitty. Oh, diese
dir, Daniel, ist zu... Ja, das ist ein Mädel. Hey, ich möchte mich bei dir revanchieren. Ich habe Sparkling das zurückgelegt. Der zurück zu ihm führt, er wird so überrascht sein. Oh Gott, tatsächlich. Also jetzt gehen wir den ganzen Weg noch einmal zurück. Hoffentlich lauert nichts hinter dieser Ecke. Können wir diesen Ort nicht irgendwie verlassen? Das klingt immer noch alles ziemlich Tutorial-mäßig. Wo ist denn die Action in dem Spiel? Ich warte auf die Action. Policeman, immer noch. Mal die Multiplayer-Konstruktors. Und... Haha. Da haben wir auch schon das nächste. Und dann ist da der nächste Sparkling Dust. Komm schon. Nimm ihn. Nimm ihn. Und da ist noch einer. Und die... Na! Und die letzten beiden sind ja wohl hier drin. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Und... Da ist Sparkling Dust. Und der letzte ist natürlich hier. Und hey, Daniel! Oh, lass mich überraschen. Hey, okay, die hat ja auch Sparkling Dust ausgelegt. Oh, das ist ja so nett. So. Und der will mit mir reden, aber er hat ein paar Probleme, weil Equipment für das Konzert fehlt. Und zwar zwei Plektren, eine Harmonika und ein Mikrofon. Und die soll ich jetzt für dich finden, stimmt's? Also bin ich doch noch im Tutorial. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem richtigen Spiel an. Ja. Oh, jetzt kommt die Action. Nach diesem Pink Screen. Once upon a time, in a place close to here, a merry band of players brought you joy and good cheer. Into your dreams they crept, invading your sleep as you slept. In those dreams, it seems, you raced off into space to a magical place. And there, in that place, right in front of your face, you stood agape at a familiar, comforting shape. But sad and depressed was that shape you knew best. She tried not to cry, but said she didn't know why. Her friends were in danger, put in a deep sleep by a stranger. You said, don't be afraid, I'll come to your aid. But just as you feared, the shape disappeared. There wasn't a trace in this new magical place. You soon understand you're in Kingdom Sanrio Land. Kitty's friends you adore tell you what to look for. Find magical keys to get them out of their sleep. A return's what you're after to songs, fun, and laughter. So now you know how. Your adventure starts now. Süßes Gedicht. Ziemlich süß. Und wo sind wir hier? Mal die Bereichskarte öffnen. Und wir sind in einem wunderschönen Gebiet. Hier scheint es nicht so viele andere Players zu geben. Genauso viele wie gerade eben eigentlich. Weltkarte. Ah. Ist ja richtig groß hier. Oh, das wird ja noch viel größer. So, wo sind die High-Level-Dungeons und die Raids? Und oh, das sieht böse aus. Na gut. Dann gehen wir mal zu Porchaco. Seid gegrüßt, Reisender. Willkommen in Sanrioland. Oh, anscheinend sind deine Anziehsachen ganz nass vom Meerwasser. Kein Problem, geh zu Sora an der südwestlichen Seite der Stadt. Sie wird dir sicherlich helfen können. Beeil dich, bevor du dich noch erkältest. Und ich krieg dafür ein Tanktop und Small Green Shorts. Gut, an der südwestlichen Seite, da ich keine Ahnung habe, wo Südwesten ist, schauen wir doch einfach mal hier rein. Und ich muss scheinbar... Wie hieß dieser jemand nochmal?
Sora. Und Sora ist im Südwesten, also Süden ist da, Westen ist da. Ah, okay. Also muss ich wohl ziemlich weit hier raus. Gut. Und dann gehen wir mal darüber. Hey, ein Shamrock. Ich glaube, den kann ich abbauen, oder? Oh yeah. Kann ich den nochmal abbauen? Kann ich den nochmal abbauen? Und kann ich den nochmal abbauen? Und kann... Ah, nee, jetzt scheint es gut zu sein. Ja. Ein Paradies für Clickbots, aber... Kann ich den abbauen? Nee, okay, ist gut. Ich lasse es jetzt. Oh, und ein Stern. Kann ich den angreifen? Au. Uah, du tust mir weh. Ich glaube, ich bin tot. Ich bin gerade in Hello Kitty Online gestorben. Trauern wir um meinen Charakter und kehren wir zurück zur Stadt. So wie es aussieht, bin ich wohl definitiv noch nicht stark genug, um das einfachste Monster in diesem Spiel zu besiegen. Ist schlecht mir. Naja, dann einfach mal hier durch und Augen zu und rüber da. Kann ja nicht schneller rennen. So, jetzt schleiche ich mich mal hier an diesen Monstern da vorbei. Nicht, dass die mir nochmal irgendwie... So, und... Nein. Du lässt den in Ruhe. Und da ist... Julie oder so. Und du bist Sora, so wie es aussieht. Oh, willkommen! Pochako schickt dich! Hier, zieh diese trockenen Sachen an. Direkt vor meinen Augen. Viel Erfolg und sei vorsichtig da draußen. So. Und damit haben wir neue Sachen gekriegt und die ziehen wir doch auch gleich an. Und hey, ich habe immer noch meinen komischen Hut. Ist ja cool. So, dann sammeln wir mal das hier und... Ah, die hat eine neue Quest für mich. Sammeln das doch nicht. Hallo nochmal. Hast du es in Sanrioland erkundet? Ich liebe es, erkunden zu gehen in meiner Freizeit. Eins meiner Hobbys ist das Sammeln von Pflanzen und ich bin speziell in Clover und Rare Clover interessiert, aber ich konnte sie noch nicht studieren, denn ich war zu beschäftigt, neuen Abenteuern zu helfen. Ey, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Während du Abenteuer erlebst, könntest du mit der 12 Clover und 6 Rare Clover bringen. Sie müssen ungefähr in dem südwestlichen Gebiet von Sanrio Harbor wachsen. Ja, da habe ich ja schon ein paar von. Also war es doch nicht ganz unnötig, dass ich das da abgebaut habe. Das ist ja... Okay, jetzt haben wir schon 4 Rare Clover und 3 Clover und das kann sich ja eigentlich nur noch um Stunden handeln. Und wir bauen, bauen ab, bauen ab, bauen ab, bauen immer mehr ab, dap, di, dap. Und noch eins, yay. Und jetzt bauen wir nochmal ab. Der andere ging nur 4-mal vorhin, ja? Yay. Warum habe ich gerade so... Ah, meine Fähigkeit hat sich verbessert. Bin ich jetzt besser im Sammeln geworden? Okay, jetzt habe ich 6 Rare Clover. Das ist ja schon mal perfekt. Und schon 7 Clover. Wow. Meine Fähigkeit hat sich schon wieder verbessert. Steht natürlich nicht auf wie viel. Und jetzt ist das arme Ding eingegangen. Gehen wir zum nächsten. Diese seesternartigen Starbeams tun mir hoffentlich nichts. Die sehen gefährlich aus. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Hey. Und vielleicht habe ich da ja mehr Glück. Komm, jetzt gib mir so ein Rare Clover. You have completed all requirements for this quest. Gut, dann. Hi.
Wow, sie nehmen all diese Clover und Wehrclover an. Vielen Dank hier. Nimm das! Oh, die hat mir ein Sandwich gemacht, wie nett. Yay! Und... hallo Abenteuer, Pochaccio, egal. Pochaccio hat nach dir gesucht. Geh zu ihm und finde heraus, was er von dir wollte. Dann laufen wir mal wieder zurück. Und du greifst nicht dieses Fieder an. Sprinte doch mal ein bisschen. Geht das hier irgendwie? Nein. Was macht da so Geräusche? Ich glaube, hier bin ich falsch. Nein, bin ich noch nicht. Bin ich so weit vorhin gelaufen? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, diese unglaublichen Weiten. Wann kriege ich endlich mein Reittier? Bin ich hier richtig? Ja, sieht so aus. Hey, da kommt mir wer entgegen. Yo, Bro. Julie Arnatz oder so. So, Pochaccio. Ah, gut, dass du hier bist. Ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Ist aber schön. Mein Freund Vanva macht Clam Chowder und meine Aufgabe ist, eins dieser Schlüsselzutaten zu bekommen. Slime. Warum machst du dieses Gesicht? Slime ist das, was Clam Chowder diesen speziellen Kick gibt. Und glücklicherweise bin ich zurzeit so beschäftigt, den neuen Abenteuern zu helfen, könntest du mir einen Gefallen tun und 10 Slime für mich sammeln. Du wirst Starbeam begegnen müssen, um sie zu bekommen. Deswegen nimm bitte diesen Broken Magic Wand. Gut. Dann jagen wir jetzt Slimes. Warum blinkt die Item Mall auf? Ich kann mir da doch sowieso nichts kaufen. Ich habe einen kaputten Zauberstab. Super. Ich hoffe, der bringt mir was. Kann es sein, dass ich irgendwie schon... Item Mall. Das will ich doch gar nicht. Geh wieder zu. Geht nicht. Charakterinformationen, Sternzeichen, Cancer. Geschlecht männlich, Blutgruppe, kritisch Trefferchance, Fähigkeiten. Wo steht denn mein Level? Weil ich habe mittlerweile mehr Lebensenergie als vorher. Oder liegt es an der... Ah, es liegt an der Hose. Aber mein Level sollte doch auch irgendwo stehen, oder? Oder gibt es hier kein Level in dem Sinn? Naja, dann werden wir jetzt alle erstmal diese Starbeams, die bösartigen Starbeams, bekämpfen. Und zwar fangen wir an mit diesen. Jumping! Das ging schnell. Und der schläft natürlich nur, ist klar. Ah, und die Slimes kriegt man automatisch, also muss man die nicht mal irgendwie looten oder so. Bing! Ey, das hat doch irgendein Kerl eingesprochen, die Sounds, oder? Da saß einer vom Mikro und hat irgendwie Geld dafür bekommen, dass er die ganze Zeit Bium sagt. Oder einmal Bium sagt. Nun ja. So. Und den nächsten Slime. Und den nächsten Slime. Ich bin der Seesterntöter. Stirb, Seestern! Boah, der schießt mit irgendeinem schlecht animierten Stinkstar-Bumster auf mich. So, wo kriege ich hier Spiralwood? Soll ich da auch noch sammeln? So, 9 Slimes. Oh, ist das so süß, wie die einschlafen. So, Spiralwood gibt's hier irgendwie nirgends. Nur diese ganzen Shamrocks. Müssen wir vielleicht einfach mal ein bisschen weiter hochgehen. La 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 la. Oh, wie knuffig. Guckt euch das Ding mal an. Ja, ich meine, wie mädchenmäßig. So, dann gehen wir hier durch und da muss es doch... Ist vielleicht irgendwie sowas auf der Area Map, natürlich nicht. Aber ich gehe einfach mal hier hoch und was haben wir denn da? Sieht irgendwie größer aus. Dark Opal Basil. Kann man das bauen, abbauen? Ja. Das klingt irgendwie teuer. Also baue ich es einfach ab. Und noch eins.
Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. So. Oh mein Gott, diese. Oh, das ist überhaupt nicht teuer. Hier gibt's überall welche davon. Und irgendwie gibt's hier nirgendwo Spiralwutz. Snapper. So, schauen wir doch mal ins Aufgabenbuch. Small Splinters. Die Small Splinters kriegt man im Osten, und die kleinen kannst du vom Spiralholz abhacken. Und ich soll den Broken Magic Wand reparieren? Kann ich den reparieren? Broken Magic Wand. Whatever. Quest-Item nicht handelbar. Soll ich reparieren? Das hat ja auch so ganz gut geklappt. So, wo gibt es dieses komische Spiralholz da? Dum 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 dum. Wird das jetzt an so etwas scheitern? Shamrock, Shamrock, Shamrock. Shamrock, Shamrock, Shamrock. Ist das Spiralholz? Das sieht mal irgendwie spiralförmig und holzig aus, aber ich kann das nicht anklicken. Jede Menge bösartiger Monster. Oh, die sehen wirklich furchteinflößend. Gott, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Sieht mir aber alles nicht nach Spiralholz. Ah. Du siehst mir nach Spiralholz aus. Und das hacken wir jetzt mal. Oh, wir sind bestimmt wieder eine Dreiviertelstunde oder so dabei, oder? Und, naja. Aktion abgebrochen. Klick. Small Splinters. Meister Splinter. Und du hast einen Gegenstand bekommen. Willow. Wer ist denn Willow? Und noch ein Splinter. Wie spät haben wir es eigentlich? 5:30. Und ich habe eine Fähigkeit verbessert. Und noch einen. Rein. Ich werde nie wieder aufhören können, diese Dinge abzufangen. Ich bin auf ewig dazu verflucht, mehr von diesen Small Splinters zu sammeln. Oh, jetzt ist er gegangen. Gehen wir zum nächsten. Ah, ich habe ja schon 9. Muss weiter sammeln. Muss weiter sammeln. Ja. Oh, ich bin Level 3. Interessant. Da steht das also. Wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Auf S. Ach, ich wollte laufen. Und, bauen wir da noch ein bisschen rum. Und jetzt gib mir den letzten Splinter. Na los. Sonst rufe ich die Ninja Turtles. Yay! Und jetzt... Was bist denn du? Kann ich dich besiegen? Wow, ich habe es besiegt. Und ich habe dafür Gravel bekommen. Hoffentlich fällt mir der nicht runter. So, da ist Vanwart, zu der muss ich glaube ich gleich noch hin. Gut, dass ich schon mal weiß, wo die ist. Ach ja, mir gefällt die Atmosphäre dieses Spiels irgendwie. Läuft einem eiskalt den Rücken runter. So, oh, mir fehlt noch so ein Schleim. Where you are. Da. Bling. Bling. Gut. You have completed all requirements for this quest. Beautiful. Und es geht euch. Ich hocke voll verkrampft. Ich hätte im Vollbildmodus zocken können, aber... Ah, knack. Ah, Ponchacho. Ich soll gar nicht zu dir zurück, ich soll... Werd nicht so gleich zu der Tuss. Ne.
Ich soll direkt zu dieser Wand warten. Okay, war ja irgendwie klar. Dann laufen wir da halt nochmal rüber. Und direkt hier war die doch irgendwo, bei irgendeinem Zelt. Ah, Wanda. Hallo, Wanda. Hallo, Abenteurer, was bringt dich hierher? Oh, Pochacha hat sich geschickt, die Slime- und Small-Splitters zu finden. Gott sei Dank, ich dachte, ich würde meine Zutaten nie bekommen. Und dafür kriege ich Slime-Slippers. Das klingt doch ganz nach neuen Schuhen für meinen herzallerliebsten Charakter. Und wie sieht das jetzt aus? Hey, die habe ich ja gar nicht an. Ah, doch. Wow. Genial. Und was hast du jetzt? Mein Clam Chowder schmeckt nicht so, wie ich dachte. Es war doch etwas, das es super lecker macht. Oh, ich weiß. Also, was ich bräuchte, sind Potatoes und ein bisschen Spinach. Gut. Und die kriege ich woher? Geh zu deiner Farm. Ich habe eine Farm. Gruppeninfo, Gilde, Freundesliste. Produktion. Nein. Hilfe? Bringt nichts. Bereichskarte. Ich habe eine Farm. Ich habe keine Farm. Wie komme ich jetzt zu meiner Farm? Nein, lass es viel in Ruhe. Farm? Kartensammlung? Nein. Ich glaube nicht. Aufgabenbuch. Wollen die mir nicht irgendwie helfen? Hä? Geh zu deiner Farm? Weltkarte. Da ist die wahrscheinlich auch nicht drauf. Willst du mir irgendwie helfen? Wir sind schneller heute, waren wir so friedlich wie früher? Keine Ahnung. Monster sind ja eigentlich ganz friedlich. Freundesliste in Inventar. Nein. Fähigkeiten, mein Haustier. Ich hab ein Haustier. Ah, keins. Schön. Fähigkeiten. Ich hab doch gar keine Farm. Hilfe. Geht natürlich nicht. Aufgaben. Potato Spinach. Geh zu deiner Farm und hol dir diese Samen. Vielleicht kann mir hier irgendwer helfen. Suchen wir einfach mal hier alles ab. Policeman, ah, du hilfst ja doch bestimmt. Anderen zu helfen, kann er richtig erfüllen. Ja, Tutorial. Nein. Die hatten wir ja alle. Animal Keeper. Konstruktoren, was ploppt da schon wieder so komisch? Zum Sunbright Express. Ah, der Port. Der bringt mich nirgendwo hin, okay. Farmverwaltung. I'm the farm agent. Through me you can teleport to any of the farms here. Ja, dann machen wir das nochmal. Und zwar meine Farm. Aha. Da ist ein Schweinepferd. Und ein I Love Hello Kitty. Dings da. Pumps da.
Und jetzt bin ich hier. Und jetzt? Tu ich was? Hier ist doch nichts. In Bearbeitung. Ich kann dieses Gebiet also nicht verlassen. Hier ist irgendwie auch nichts irgendwie angepflanzt oder so. Nein. Ich kann hier auch irgendwie nichts anpflanzen und... Dieses Spiel ist zu hoch für mich. Was haben wir da? Lager. Ist natürlich ziemlich leer. Einstellungen, persönliche Notiz. Ich glaube nicht. Normale Nachricht, Verbindungseinstellungs, bla bla. Gilde, ich habe keine Gilde. Kann mir wer helfen? Hinsetzen. Mein Blog, meine Videos, meine Info. Yo, what's up? Nee. Wie komme ich hier wieder raus? Lager, Einstellung. Kann ich diese Farm überhaupt wieder verlassen? Systemeinstellung. Ich bin verwirrt. Ah, da unten geht's raus. Und ich will meine Farm liefern. Ja, ja. Aber, und jetzt? Gemischtwarenhändler-Typ. Ah, ich verkaufe alle Sachen. Schau mal. Ja, ist ja hübsch, nicht? Und zwar hast du 5 Potatoes und 5 Spinach. Oder aber Potato Seeds und Spinach Seeds, die wesentlich billiger sind. Und jetzt habe ich 5 Stück davon und 10 Stück davon. Ah, ich dachte, das heißt, er hat 5 und ich verkaufe mir gleich 5. Und auf zu meiner Farm. Jetzt können wir doch gleich mal ausprobieren, ob wir hier vielleicht was pflanzen können. Inventar. Potato Seeds. Nach da. Kannst da nicht pflanzen. Spinach Seeds, also auf die roten. Kannst auf unfruchtbarem Land nichts pflanzen. Du kannst da nichts pflanzen. Kannst da nichts pflanzen. Du kannst auf unfruchtbarem Land nichts pflanzen. Muss ich das vielleicht erstmal irgendwie beackern oder so? Nett, dass die mir das erklären, wie das funktioniert. Inventar. Habe ich vielleicht irgendwas? Werkzeug für Bergbau, Werkzeug zum Sammeln, Werkzeug zum Pflanzen. Ah, ich habe überhaupt kein Werkzeug zum Pflanzen. Da brauche ich vielleicht noch irgendwoher irgendwie eine Hoe oder so. Dieses Spiel ist so voller Features. Und der verkauft mir natürlich nichts derartiges. Und weitere Quests habe ich ja auch nicht. Und wisst ihr was? Dann stoppen wir das Ganze erstmal. Das war ein schönes 50, mittlerweile 57 Abonnenten-Special. Ich blende euch hier noch die Namen aller Glücklichen ein, die mich abonniert haben. Oder aller, die mich glücklich machen. Nein, das klingt pervers. Wie auch immer. Werde ich das hier weitermachen? Ich würde ja sagen, definitiv nein. Aber, doch. Aber nicht einfach so. Sagen wir, bei 75 Abonnenten mache ich nochmal eine Folge, die wird nicht so lang wie die hier, sondern ein kleineres Special. Und vielleicht bei 100 Abonnenten, sollte ich jemals so weit kommen, mache ich vielleicht auch nochmal ein kleines Special. Aber, und spätestens ab mehr als 100 Abonnenten sollte ich mir da was Neues für meine Specials ausdenken. Vielleicht mache ich zwischendrin eine kleine Folge, was ich mal nicht glaube, weil dieses Spiel ist wirklich absolut schrecklich. Ihr merkt das selber. Das ist die Höhe, dass man das Spiel nennen darf, aber,
Immerhin habe ich es bis Level 3 geschafft, habe keine Ahnung, wie man Dinge pflanzt und ich schätze, dieses Spiel war einfach eine Erfahrung, die man vielleicht gemacht haben muss, darf, kann, sollte, ich weiß es nicht. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Es war mir eine Ehre, dass ihr mir zugeschaut habt. Träumt heute Nacht nicht allzu schlecht davon.